und rüstet gegen sie, was ihr vermögt an Kräften und Reittieren, um damit Allahs Feind und euren Feind und andere außer ihnen, die nur Allah kennt, abzuschrecken. Dieser Vers war der Grund, weshalb die Muslime in der Vergangenheit stets ihr Vermögen aufgaben, um sich gegen ihre Feinde aufzurüsten. Sie legten sich diverse Waffen an, um die Feinde der Muslime abzuschrecken. Man überlegte es sich zweimal, ob man über die Muslime herfällt und sie massakriert. Auch der Prophet a.s. rüstete sich auf, als ihm s.a.w. die Nachricht erreichte, dass die Quraysh ihren Teil des Vertrages von Hudaybiyah gebrochen haben. So bereitete Muhammad s.a.w. eine Armee vor, 10.000 Mann stark, und marschierte mit ihnen Richtung Mekka. Er s.a.w. befahl, den Führer der Quraysh, Abu Sufyan, an eine Felsschlucht zu bringen, damit er die muslimische Armee vollständig in ihrer Größe und Macht sehen konnte. Eine noch nie dagewesene Anzahl von Muslimen umzingelte Mekka und versetzte die Götzendiener in Angst und Schrecken. Doch es ist die Barmherzigkeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, der zu den Quraysh folgende Worte sprach: Kein Tadel treffe euch heute, geht euren Weg, denn ihr seid frei. So traten sie in Massen in den Islam ein und wurden von Götzenanbetern zu gottergebenen Dienern. Kaum haben die Muslime Mekka eröffnet, bahnte sich bereits das nächste Schicksal an. Die arabischen Stämme haben nun realisiert, dass ihre verdorbene Lebensweise mit der Öffnung Mekkas endgültig begraben wurde. Die Lebensordnung des Islam sollte von nun an ihr tägliches Leben bestimmen. Einige der mächtigen arabischen Stämme blieben stur und widersetzten sich gegen die Muslime. Sie planten einen großen Widerstand, insbesondere die Stämme der Hawazin und Banu Thaqif. Sie versammelten sich und bewerteten die neue Realität. Geblendet von ihrem Stolz nahmen sie sich vor, den Muslimen einen harten Schlag zu versetzen. So plante Malik ibn Auf, einer ihrer Führer, mit all dem Hab und Gut samt Frauen und Kinder gegen die Muslime in die Schlacht zu ziehen. Als diese Nachricht den Propheten sallallahu alaihi wasallam erreichte, begann er umgehend, die Armee auf den Kampf vorzubereiten. Er legte die Zahl der Kämpfer fest und kümmerte sich um ihre Ausrüstung. In der Zwischenzeit waren die Feinde schon längst losgezogen und marschierten in Richtung Hunain. Ihr Befehlshaber stellte seine Männer in den schmalsten Wegen des Tales auf, um den Muslimen aufzulauern. Sobald die Muslime das Tal erreichen, sollten alle Männer aus ihren Verstecken hervortreten und die muslimischen Streitkräfte mit einem Überraschungsangriff überfallen. Während sie weiter planten, brach der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in den frühen Morgenstunden auf. Er verteilte die Banner und die Flaggen des Islam an die muslimischen Soldaten. Die Muslime bildeten eine noch nie dagewesene Armee. 12.000 Männer waren bereit, in den Kampf zu ziehen. Sie marschierten in dieser unfassbar großen Dimension in Richtung Hunain. Der Anblick dieser großen Armee füllte die Herzen einiger Muslime mit Sicherheit. Sie stützten sich auf die Realität, sahen ihre große Anzahl und sagten sich: Wir werden niemals besiegt werden. Diese Aussage bereitete dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Unbehagen. Noch bevor die Morgendämmerung anbrach, erreichten die Muslime das Tal von Hunain, ohne zu wissen, dass sie von den Feinden bereits umzingelt wurden. Die Gefährten radiallahu anhum waren gerade dabei, ihr Lager aufzuschlagen, als sie ein leises Geräusch vernahmen. Es war das Pfeifen von Pfeilen, welche die Ungläubigen aus ihrem Hinterhalt abfeuerten. Die Muslime wurden gnadenlos überrascht. Ihre mächtige Armee verfiel in Chaos. Wohin sie auch versuchten zu fliehen, prasselte ein Pfeilregen auf sie herab, sodass sie anfing, vom Schlachtfeld zu flüchten. 12.000 muslimischen Soldaten waren die einzigen, die im ersten Moment auf dem Schlachtfeld übrig geblieben sind. Doch nur einer der 12 war es, der im Chaos auf die feindliche Armee losstürmte. Dieser furchtlose Krieger war der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, der inmitten der prasselnden Pfeile mit unvergleichbarem Mut nach vorne preschte.
Er handelte stets entsprechend der Realität auf die angemessenste Art und Weise. Nun war er auf dem Schlachtfeld und der sonst bescheidene und sanftmütige Mann war nun ein Krieger. Sein Kampfschrei suchte seinesgleichen, als er seine Stimme erhob und zu den Freien sprach: Ich bin der Prophet, das ist keine Lüge, ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Ein Mann und Anführer galoppierte über das Schlachtfeld, wie es die Welt kein zweites Mal erleben sollte. Er motivierte mit seinem Mut seine Armee in einer scheinbar aussichtslosen Lage. Abu Sufyan und Al-Abbas versuchten, das Reittier des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zum Stehen zu bringen. Sie hielten es an den Zügeln und Steigbügeln, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam abstieg, seine Hände in den Himmel streckte und sprach: O Allah, sende deinen Sieg herab! Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, wie sich die Muslime verhielten, sprach er zu Al-Abbas: Al-Abbas, rufe die Leute von Samura herbei! Daraufhin rief Al-Abbas mit seiner kräftigen Stimme: Wo sind die Lanzenritter? Und sagte: Ich schwöre bei Allah, so wie kleine Kälber den Ruf ihrer Mutter folgen, eilten sie gleich herbei und riefen: Labbaik, Labbaik, hier sind wir zu deinen Diensten. Woraufhin der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Kämpft gegen die Kuffar! Nacheinander strömten sie zurück auf das Schlachtfeld, so wie sie es verlassen haben. Die Kampfrufe wurden immer lauter, bis sich wieder hunderte Muslime um den Gesandten sallallahu alaihi wasallam versammelten, um zu kämpfen. Die Schlacht nahm immer mehr an Kraft zu, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgebracht zur Schlacht schaute und sprach: Nun ist die Schlacht heftig geworden. Er nahm Erde vom Schlachtfeld und warf es in die Gesichter der Ungläubigen und sagte: Mögen die Gesichter hässlich werden. So wurden ihre Augen mit Erde beschmutzt und sie fingen an, in Verwirrung vom Kampfgeschehen zu fliehen. Wenige Stunden sind vergangen, als die Feinde der Muslime durch die Hilfe Allahs subhanahu wa ta'ala niederschmetternd besiegt wurden. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte dieses Ereignis im edlen Koran. Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen und auch am Tag von Hunain, als eure große Zahl euch gefiel, euch aber nichts nutzte. Die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite. Dann seid ihr zur Flucht umgekehrt. Es war nie die Anzahl der Soldaten, die zum Erfolg führte. So kämpften die Muslime in Badr mit ihrer niedrigsten Anzahl gegen eine Übermacht der Ungläubigen. Die Gottesfurcht und Standhaftigkeit der Muslime war es, die den Sieg hervorbrachte. Anders als in dieser Schlacht, in der die Muslime aufgrund ihrer hohen Anzahl siegessicher waren. Allah subhanahu wa ta'ala zeigte uns durch die Kriegslist des Feindes, dass der Sieg nur durch ihn subhanahu wa ta'ala erlangt werden kann. Egal wie hart die Realität scheinen mag und wie schwer es scheint, Allah subhanahu wa ta'alas Befehle umzusetzen, müssen wir standhaft dem geraden Weg folgen und einzig und allein auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg.